Oh, bist du auch schon da? Ein Traum. Tja, nach dem Auftritt bei Rebeccas Brunch musste ich ja noch ein bisschen die Familienehre retten. Ja, aber Hut ab. Du hast die Gastgeberin auf jeden Fall beeindruckt. Ey, könnt ihr da einmal mit diesem Rebecca-Thema in Ruhe lassen? Ja, diese Frau interessiert mich nicht. Ja, das ist offensichtlich. Tja, und eigentlich schade. Eine Frau, die dir so viel durchgehen lässt, die findest du selten. Stimmt. Erst rennst du sie über den Haufen, dann schrottest du ihr Handy. Das ist repariert. Dann schmeißt du sie samt Kamera ins Wasser. Mhm. Das war ein Unfall. Und als Krönung gehst du dann auf ihre Einstandsfeier auf Leonard los. Dann hat sie sich königlich bei euch rausgeheult? Ja. Wir sind eben Männer, denen die Frauen vertrauen. Ach ja, dann haben wir noch ein bisschen getratscht und noch ein bisschen gelästert. Hm? Rebecca war total fertig. Jetzt stell dich doch nicht so auf stur. Damit kommst du bei Rebecca nämlich auch nicht weiter. Hey Jungs, lasst mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Musst du nicht. Ich übernehme deine Schicht. Vergiss es. Und du entschuldigst dich bei Rebecca. Nein. Ich sag dir warum. Diese Frau hat voll die Psychokiste rausgeholt. Ja, und darauf kann ich nun. Sicher? Die Wahrheit tut immer weh. Hey. Gregor, was soll das? Du vögelst dich seit Wochen durch irgendwelche Betten. Und das machst du nur, weil du nämlich Sarah. Weil er sein Ego aufpolieren muss. Tja, manche Männer haben es eben nötig. Mhm. Rebecca ist also nicht die Einzige, die das festgestellt hat. Trotzdem kein Grund, sie blöd anzumachen. Okay. Vielleicht habe ich ein bisschen überlegt. Ein bisschen ist gut. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Los.